In diesem Video möchte ich über ein neues großes Sims 4 Update sprechen, welches neben neuen Objekten auch anpassbare Treppen mit ins Spiel bringen wird. Die Entwickler haben in ihrem neuen Maxis Monthly Stream, der jetzt übrigens in einem neuen Studio stattfindet, coole neue Inhalte für die Sims 4 gezeigt. Zuallererst gibt es einige neue Objekte im Baumodus. Hier lassen sich unter anderem diese neuen Liegestühle, zwei neue Beistelltische, von dem einer dieser Gartenzwerg ist, und diese neuen großen Blumenkübel finden. Ebenfalls neu ist dieses Stelzenfundament, zudem es einen passenden neuen Zaun, der auch im Dunkeln leuchtet, und eine Treppe mitsamt neuen Treppengeländer gibt. Auch können wir uns über diese Gartenscheinwerfer mit einer bestimmten Lichtrichtung, diesen passenden neuen Tisch und die neuen Lounge-Stühle freuen. Ebenfalls neu sind diese Fenster und Türen, schwer zu erkennen ist, ob diese Wandlampe ebenfalls neu ist. Für die Sims soll es auch ein paar neue Outfits geben, besonders hervorzuheben sind hier die neuen türkisch angelehnten Outfits wie dieser Hijab für Frauen. Auch das Oberteil und der Rock sind neu, genauso wie die Objekte des Mannes. Ebenfalls können wir uns über das Gesamtoutfit der Kinder freuen. Wie viele Objekte es neben diesem neuen Oberteil genau sind, werde ich euch dann im Update-Video genauer zusammenfassen. Kommen wir nun zum größten neuen Inhalt, den frei anpassbaren Treppen. Diese lassen sich jetzt mit Knicke versehen, wodurch sich jetzt auch L- und U-förmige Treppen erstellen lassen. Die Entwickler haben ebenfalls gezeigt, was sich mit dem neuen Feature anstellen lässt. Beispielsweise könnt ihr auch so einen Treppenwirrwarr hier erstellen. Hoffentlich funktioniert dieses Feature dann im Spiel aber etwas besser als hier gezeigt. Die Sims scheinen auch so ihre Probleme zu haben. Was haltet ihr von den neuen Inhalten? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.